Lapis Lazuli kostet jetzt, damit nicht jeder einfach nur verzaubert, wie er will und so. Und mit einer Monsterfalle levelt und so. Okay. Es ist halt alles ein bisschen Balancing, also das, was zu viel gibt auf der Welt, wird halt wieder angepasst und so. Das ist jetzt halt einfach mit dem Enchanting Table basiert, dass der jetzt immer wieder das Ding Lapis Lazuli fest. Aber hey, du findest so viel Lapis Lazuli. Ich habe in meiner Singleplayer-Welt ungefähr 2 Doppeltruhen voller Lapis Lazuli voll. Okay. Da habe ich jetzt noch nicht so lange gebaut. Seitdem ich den ersten Pixelmon-Server aufgemacht habe. Mit dem Poképack war das noch. Aber da funktionieren die Plugins gar nicht, dann habe ich jetzt geswitcht auf Pixelmon. Du hast ja im Grunde genommen einen Server gemacht, weil es halt so deine Mütter, deine Spieler wollten. Aber wie findest du persönlich halt? Meine Mütter! Deine Spieler. Und deine Spieler halt. Meine Spieler wollten einfach Pixelmon. Ich habe das Poképack genommen, weil es noch andere Mods drin waren. Hab dann gemerkt, dass die Plugins nicht gehen. Mein Server wurde dann gegrieft natürlich und dann habe ich auf Pixelmon geswitcht. Dann gibt es jetzt einfach die extra Mods nicht mehr, aber wir machen sowieso einen eigenen Launcher mit eigenen Mods. Kann jeder den Launcher runterladen, die Mods ganz einfach installieren und dann auf den Server kommen. So, dann machen wir kurz nachher die Pause. Und machen wir kurz Pause und geht's dann gleich weiter. Okay. Also Moment kurz. Ich baue mich kurz ein und dann bis gleich. So, meine Kennschnittis, da sind wir auch wieder. Nach unserer kleinen 5-minütigen Pause. Fett am Start. Also ihr seht es jetzt eigentlich als direkter Schnitt, aber bei uns ging es 5 Minuten, genau. Und wir sind hier wieder fett am Main. Das Logische bei mir ist, obwohl ich nicht aufnehme, habe ich mich nicht von der Stelle gerührt. Wegen der Du bist halt einfach der Partner von mir und ja, es wäre gut, wenn du nicht farmst, wenn ich nicht aufnehme und so. Nee, habe ich nicht. Also es wäre gut, also du kannst schon machen, aber eben. Ja, ja. Wo kamen wir? Von dort hinten? Ja. Wir könnten hier. Und dann hier ist auch. Gibt es irgendwo, wo wir noch nicht waren? Ja, hinten, ganz hinten ist eine Höhle, links. Guck mal, siehst du, wie ich rumlaufe? Das leckt voll, warte hier. Also bei mir ist alles flüssig, bei dir. Ja, jetzt ist ein bisschen zurück, Barb. Warte, warst du schon da oben? Ja, also am Server liegt es nicht eben, es liegt an Java. Also das liegt, das würde ich auch sagen, nicht, dass ihr denkt, ich habe hier einen Hartz-IV-Server. Nein, also eben, wie gesagt, wenn es bei mir nicht leckt, leckt es bei ihm auch nicht wegen dem Server, weil es ist ja alles eigentlich verbunden. Ja, ja, nicht, dass ihr denkt, wir haben hier einen Hartz-IV-Server, nicht? Ich habe 6 GB eingestellt und das ist mehr als gut. Ja. Welches Game braucht schon 6 GB? Eigentlich keins. Zu den 6 GB will ich was sagen, so viel Gigabyte hat der ein oder andere PC von dem ein oder anderen Hurensohn. Also ist das schon ausreichend. Ja, wenn du Hurensohn sagen willst. Nein. Der muss da raus. Also ich habe 8 GB auf meinem Server. Auf meinem PC. Und das ist schon Open Pro. Also, kein einziges Game braucht eigentlich mehr. Bei mir ruckelt kein einziges Game wegen der RAM. Genau, wir haben 8, also er hat 8 GB, das heißt, er hat nur Minecraft plus den Server. Mehr Spiele brauchen wir nicht. Das ist keine Sucht. Ah je. Hey, ich bin Fulltime Let's Player, ich bewache den Server, ich rede die ganze Zeit mit Kollegen. Ich bin voll ausgelastet und mache dann noch Real Life Fußball alles. Genau, man kann es im Grunde noch mit der Nachtwächter von Dings vom Museum da. Mein Dago Buster vergleichen. Oh, yeah.
Nein, es ist halt einfach, ich bin sehr multitaskfähig. Ich habe sehr viel Lust, immer etwas zu machen. Ich hasse Langeweile und ich mache sehr viel für meine Kollegen. Also, ja. Wenn mich wirklich gut als Kollege halten kann, dann hat es eigentlich bei mir sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr mal einen Job braucht, meldet euch bei mir. Ich kann euch billig was verkaufen. Ja, ja. Nein. Und ich schenke es dir. Wenn ihr in der Nähe von einem Park wohnt, dann meldet euch bei mir. Ich schicke euch was zu. Ihr verkauft es, kriegt 20%. Ja, ja. Am Beutelchen, sag ich jetzt mal. Und den Rest bekommt natürlich der Motherfucker. So. Bei mir könnt ihr gerne Bodyguard sein. Genau. Ja, ja. Denn Drago Basta hat die ein oder andere Frau, die er mit seinem Riesenkopf abschleppt, daran saugen darf und sich schön befriedigen darf. Da braucht der gute Herr natürlich seine Besichtigung. Genau. Oh je. Ja. Ja. Die Steine vom Texture Pack sehen sehr schön aus, muss man sagen. Ja, ja, dann anders als ich. Das ist so ein grauen Kennzeichen, ne? Ah, Honey Bars. Genau. Ich will aber aha, genau so. Goble-Kiste. Bist du jetzt wieder oben? Nein, nein, ich habe eine Kiste gemacht, wo alles nur Cobblestone drin ist, weil ich zu viele schon abgebaut habe und die nicht fortschmeißen. Wo bist du im Moment, Guter? Ich bin irgendwo hochgegangen bei der Schlucht. Ich komme mal zurück zur Schlucht. Also ich bin bei der Schlucht. Ja, jetzt komm zu mir. Sehe ich dich. Geradeaus, geradeaus. Oh, das leckt hier. Leckt's bei dir auch? Ja, jetzt leckt's. Ab, das ist Fraps. Das ist Fraps. Weil die FPS-Zahlen genau. Alles angeschrieben ist. Nein, nein, es ist wirklich Fraps. Fraps hat manchmal Performance-Problem. Wo bist du jetzt, Junge, Digga? Ja, komm jetzt da hoch. Siehst du meinen Namen nicht? Komm jetzt. Rechts, rechts. Ganz ehrlich. Du leckst. Okay. Oh je. Komm jetzt. Aber ich hab einen schönen Skin, ne? Also. Ja, 0815. Ah, Junge, ganz ehrlich. Du musst immer schlagen, geht's noch? Ey, jetzt hol ich Spaß, ne? Ich spiele ja mit einem. Nein, das ist mir falsch. Ey, Digga, ich spiele ja mit einem Touchpad, ne? Und ganz ehrlich, das war jetzt gerade nicht mit Absicht. Ich hab aus Versehen zweimal darauf getippt. Wir müssen hier rüber hoch. Ja, hier. Ja, was ich noch sagen wollte, Drago Basler hat an alles gedacht in seinem Skin. Er hat einen schönen, nackigen Arsch mit dabei. Und einen... Ja, wenn du das Arsch sehst. Er hat auf Fall so einen offenen Arsch hatte und so einen geöffneten Mund, verstehst du? Ich bin halt ein Geist. Ja, jetzt hat sich Fraps wieder beruhigt. Wie gesagt, mein Skin ist schön. Ihr kleinen schönen Weiber da draußen könnt euch gerne bei mir melden, damit ich euch schön. Yay, ein Stollen! Was ist jetzt? Du bist einfach der Beste. Komm, komm, nein, geradeaus, hier ist Stollen. Oh mein Gott, okay, jetzt wächst es nicht mehr. Ah, Eisen! Bei mir auch. Also ich gehe mal hoch. So, mal schauen, was wir hier so haben. Da vorne ist ein Spawner. Spawn hier überhaupt Sachen. Es gibt einen Spawner in einem Schacht, oder? Nein, nein, es gibt mehrere Spawner in einem Schacht. Das ist nicht so selten. Nein, es spawnen keine. Irgendwie haben wir ein bisschen Probleme mit Spawnrate. Was ich gefunden habe, siehst du mich, komm mal zu mir. Ich möchte hier nicht allein runtergehen. Hm.
Na, red ich nicht sein, Deutsch mit dem Englischen. Mit dem Schwedi. Wo bist du jetzt hin? Ich bin wieder dort, wo wir zum Stollen gekommen sind. Ja, warte. Bist du denn? Mein Name? Doch, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich habe ein bisschen Aluminium, das brauchen wir nicht. Ey, ich sehe dich da. Du musst zurück, zurück, zurück. Halt, wo ich bin. Du musst. Ich sehe den Namen nicht. Doch, also du musst unten gucken. Ich bin weiter unten als du. Ja, jetzt bin ich genau. Ja, genau, jetzt weiter. Ich sehe den Namen nicht. Doch, gerade. Hör mal auf Schleichen. Was? Schleich nicht. Ich schlecht gar nicht. Ah, dort drüben! Sag doch, dass du dort drüben bist. Aber wieso bist du hier runtergegangen? Ja, komm mal her. Ah, ich such dich unten. Guck. Ja, beim Stollen gibt's auch gute Items. Hier sind richtig viele gute Sachen, also. Wenn du willst, kannst du gehen, dann mach ich das hier. Geh du mal hier weiter und ich geh oben weiter. Schau einfach, dass du dann noch siehst, dass wir, wo du zurück musst zum Stolleneingang. Okay? Okay. Ey, kann ich was zu futtern von dir haben? Plop, 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 plop. Wie viel Apfel hast du denn, Digga? Ich hab noch gefällt. Ich weiß nicht, was bei dir geht, aber ich habe nur zwei. Also ich habe mehr bekommen, also bitte. Ich habe dir mehr gegeben, meine ich. Ja, ich habe gar keine bekommen. Ich habe sie, da hinter dir sind sie ja. Oh mein Gott. Ja. So, ich brauche nämlich neue Spitzhacken. Brauchst du auch neue Spitzhacken? Du hast ja Diamant gemacht. Ja, ich habe zwei Diamanten. Ich habe eine Diamantspitzhacke und eine Eisenspitzhacke. Ich benutze jetzt erstmal die Eisenspitzhacke. Ja, da mache ich eigentlich auch. Wir finden relativ viel Diamanten. Da mache ich auch eine Diamantspitzhacke. Aber werde sie nicht benutzen. Also ich werde sie nur für so wichtige Sachen benutzen. Wenn du willst, kann ich dir meine geben. Nein, so gut. Lass deine Diamantspitzhacke. Ich hätte sie nicht gemacht. Ich hätte gewartet, bis du gesagt hättest, okay, ich mache meine. Ich hätte dich dann gezwungen. Zwingst du mich? Digga. Krako. Was ist denn? Zwingst du mich? Ich zwing dich immer. Nein, Scherz. Ja, jetzt musst du nicht leften. Hey. Hä? Anmeldung fehlgeschlagen. Was? Bad Login? Ja, das kommt ab und zu. Also, das kommt ab und zu. Es kommt wahrscheinlich, wenn du dich irgendwie nicht gerade viel Internetleistung hast oder so. Also. Einfach warten, einfach warten. Oh Gott. Wie richtig doll im Hinter der Spastikon wäre doch drin geblieben. So, bitte nicht so beleidigen. Okay. Wie riech ein kleiner, behinderter, nicht gehfähiger Typ. Lass es, okay? Ich hab's anders formuliert. Yay, ich hab ne Kiste gefunden. Einen Sattel brauchen wir nicht. Lapis Lazuli, Melon Seeds, Iron Ingot. Ich höre gerade ne Musik dabei. Was ist das? Der Sattel. Ich höre die Minecraft-Musik. Ach so. Geht immer noch nicht. Hokus Pokus, schwarzer Lotus, Simsalabim, Sechser ist drin.